Und damit herzlich willkommen zum zweiten YPL-Spieltag. Und ja, wir kämpfen heute gegen den Disrespectable, aka Dizzy, mit seinem Team Pion Dragic. Und ja, Vorsicht Spoiler, zum letzten Kampf. Wir haben den letzten Spieltag 6-0 verloren gegen normales Diancy. Ich war a little bit mad, aber okay. Wir sind jetzt Spieltag 2, neue Gegner, neues Glück. Wir kämpfen gegen Dizzy mit seinem Team, welches jetzt eingeblendet ist, Kyurem Black im X-Tier, Mega Sherox und Zapdos im S-Tier, Lamus und Akani im A-Tier, Florgus, Porygon Z und Muramura im B-Tier, Kolossand und Brigaron im C-CD-Tier und Skunktank im D-Tier. So, ja, das ist sein Team. Ich habe mega Schiss vor diesem scheiß Kyurem. Ich habe mega Schiss vor Tricky Room wollte ich schon sagen, vor Trick Room und deswegen mal schauen. So, wir kommen zu meinem Team. Mein Team besteht heute aus Mother Brain, unser Ferrothorn mit Rocky Hand, mit Iron Barbs, Lead Sheets, Starfox, Body Press und Protect, komplett Fist Death. Chernobog, unser Giratina O mit Grievous Open, Levitate mit Poltergeist, Shadow Ball, Earth Power und Draco. Mix Offensiv, einfach damit wir die aus Florges auch gut hitten können. Minus Innetwesen. Für den Fall, dass er tatsächlich den Trick Room raushört, sind wir tatsächlich langsamer als manche andere Mons. Dann haben wir Lucian, unser Lycanroc Midnight mit dem Choice Scarf und No Guard, Stone Edge, Sucker Punch, Iron Head und Close Combat. Komplett physisch offensiv natürlich. Light Yagami, unser Staraptor mit dem Protective Pets, damit wir von Static oder Rocky Hammond nicht getroffen werden. Mit Reckless, Brave Bird, Close Combat, Double Edge und U-Turn. Schneller als sein Kyurem Black. Terminator, unser Zeraora mit Expert Bat und Volt Absorb, mit Close Combat, Fire Punch, Plasma Fists und Bulk Up. Komplett physisch offensiv. Und wir brauchen 28 Speed, um sein komplettes Team zu outspeeden. Das ist insane. Und wir haben Biff Tannen, unser Seismitoad dabei, mit der AV, Water Absorb, Power Whip, Earthquake, Drain Punch und Ice Punch. Komplett Fist Death. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Bücher. Ich fordere ihn heraus. Ich will nicht lange weiter rumschwafeln, denn ich habe Bock. National Dex, Anything Goes, YPL, Dizzy und wir challengen. Oh, ich habe gar keinen Bock. Also ich habe schon Bock, aber ich bin saunervös. Wir haben 6-0 kassiert, okay. Beide haben letzten Kampf recht hohe Niederlagen gehabt. Also ich die höchste mitunter mit Chitani und er hat, glaube ich, ein 5-0 kassiert. Dementsprechend, ja. Ansonsten, geht auf Dizzys Kanal. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn er nicht in der Beschreibung verlinkt ist, dann... Okay, das Matchup, geh gleich drauf ein. Dann schreibt mir in die Kommentare, Ole, du Hurensohn. Da fehlt der Link zu Dizzys Kanal. Deswegen... Der sollte da sein. Okay, er hat dabei Kyurem Black, das war klar. Oh, warte, Team. Mega Sherox hat er dabei, er hat Zapdos dabei. Der hat Lamus dabei, er hat keiner Kani dabei. Oh, das ist nice. Florges ist dabei und Brigaron ist dabei. Okay. Kein PZ, kein Muramura, kein Kolossand, kein Skuntank und kein Akani. Kein Akani ist halt echt nice. Dass Akani nicht dabei ist, ist echt nice. Achso, ja, good luck erfahren, you too. er weiß Bescheid, danke. Langsam spricht es sich rum. Okay. Scarf könnte ich Zapdos oder Kyurem Black sehen. Potenziell. Zapdos vielleicht sogar eher als Kyurem Black, aber keine Ahnung. Okay, mal durchschauen. Wenn er mit Zapdos leadet, ist ein guter Lead von mir zum Beispiel Giratina. Wenn er mit Florges oder Kyurem Black leadet, dann nicht. Wenn er mit Kyurem Black leadet, dann gehe ich in Pharaoh. Wenn er mit Florges leadet, dann gehe ich auch in Pharaoh. Wenn ich mit Zeraora leade und er mit Brigaron, ein Problem. Ich glaube, irgendwie gefällt mir der Giratina-Lead gerade am besten, keine Ahnung. Es sieht nicht nach aus, nach Trick Room leider. Ich war mir überlegen, selbst noch Trick Room mitzubringen, aber hab's ja nicht getan. Dann die Folge als Florges, okay.
Ja, ich denke, ich leade einfach mit Giratina und schau, was passiert. Giratina und Chestnut. Okay, das ist fein. Giratina gegen Chestnut. Yu-Yu Spikes. Draco kann den halt killen. Der macht mir halt gar nichts. Poltergeist macht ihm halt nichts. Ich denke, ich kann hier einfach mal auf den Draco gehen. Schau, was passiert. Wenn dann Flawless geht, kann ich dann nach Poltergeist drücken. Okay, Flawless kommt. Da kommt der Draco. Bup, bup, bup. Nichts passiert. Gegen Flawless. Poltergeist hat einen Two-Hit. Aber er ist halt schneller als ich. Frage ist, wird er mich jetzt angreifen? Weil ich kann halt for free in Pharaoh eigentlich gehen. Giratina ist eigentlich noch zu wichtig. Allein wegen dem Slowbro. Und ich will noch nicht, ich will es noch nicht verraten. Ich glaube, ich kann einfach mal Pharaoh. Ja, okay, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Ja, wir legen mal die Rocks. Okay, er legt die Spikes. So. So, 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 so. Ich gehe in Staraptor. Noch eine Ladung Spikes. Okay. Er will's wissen. Er will's wissen. Wenn ich jetzt auf Brave Bird gehe, dann kommt Zapdos rein. Wenn ich jetzt auf Double Edge gehe, Staraptor gegen Zapdos. Double Edge ist ein Two-Hit. Den nehme ich sehr gerne. Er kann mich nicht staticen und nichts. Spiky steht, okay. Okay, vielleicht denkt er, ich bin gelockt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Brave Bird und schau, was passiert. Vielleicht versteht er jetzt nicht, warum ich kein Damage bekommen habe. Das kann auch sein. Dann sieht er vielleicht meine Protective Pets. Das wäre fein. Das wäre fein. Er ist gerade ein bisschen verwirrt, habe ich das Gefühl. Okay. Staraptor, mein Geiler. Du siehst gerade echt gut aus. Ja, Brave Bird kommt und wir haben kein 6-0. Und Staraptor, mein erster Kill dieser Liga am zweiten Spieltag. Hilfe. Okay. Da kommt Zapdos. Hat die Boots. Alles klar. Wir gehen Seismitoad raus. So, U-Turn. Es ist in Ordnung, denke ich. Weil Chestnut ist halt nicht mehr da. Okay, Kyurem Black kommt jetzt rein. Den Drain punchen wir einfach. Wenn er Freeze-Try hat, dann hat er Freeze-Try. Das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung. Okay. Das heißt, er ist speziell. Ich kann in Aura gehen. Aura verliere ich ja gar nichts mehr. Holy shit, der Aura sieht ja jetzt richtig gut aus. Oder ich gehe in Lycanroc. Lycanroc sieht jetzt auch richtig gut aus. Ich gehe in Lycanroc. Bam. Und Stone Edge. Oh, ich wollte gerade Dynamaxen. Slowbro kommt rein. Das ist in Ordnung. So, Stone Edge kommt. 28, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich glaube, da kommt jetzt ein Scald. Nicht Slack Off. Okay. Mit Slack Off bin ich fein. Wir können einmal Bulk upen potenziell. Machen wir das. Eine schöne dicke Runde Bulk up. Das ist es. So. Okay. Mal schauen.
Ich finde halt über dieses Kyurem Black noch nichts raus. Da kann halt noch alles sein. Der kann halt noch alles sein. Ich trinke einmal einen Schluck. Kyurem Black könnte zum Beispiel auch immer noch DD sein und Expert Belt oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der ist Scarf. Ich bin mir relativ sicher, dass der jetzt Scarf ist. Dann kommt er halt nur viermal rein und stirbt dann halt irgendwann an Rocks. Und muss sich halt immer in irgendwas locken. Das kommt dann noch dazu. Okay, Scissor kommt rein. Das ist fein. Wir drücken Bulk ab. Und darauf drücken wir jetzt Fire Punch. Okay, er mega direkt und bam, tot. Okay, nice. Damit ist der auch weg. Wenn jetzt Kyurem Black reinkommt, ist der Scarf. Scheißegal was. Wenn Kyurem Black jetzt reinkommt, ist der Scarf. So, Kyurem Black kommt rein. Der wird Earth Power haben. 100%. Kyurem Black. Ich bin halt echt hart KP investiert. So, gegen Seraora. Der ist nicht Life Orb, sagen wir, der ist Choice. Scarf. Komplett speziell offensiv. Mit Timid. Dann hat er, sagen wir, Earth Power. Voila. Alter, ich verschreibe mich gerade die ganze Zeit. Ich kann gerade nicht schreiben, holy shit. Ich habe mich gerade 10-mal verschrieben bei dem Wort Earth Power. Wenn das Scarf ist, Timid Scarf. Earth Power macht 60-70% auf mein Seraora. Der killt mich nicht. Ich bin auf plus 1. Close Combat killt. Damit ist Kyurem Black jetzt weg. Okay, nice. Seraora gönnt sich gerade. So, da kommt... Kommt Aura nochmal in Spikes rein? Oh Gott, wie viel machen zwei Lagen Spikes? Ich weiß es nicht. Spikes 2. Wenn Seraora nur noch 16% hat... Ich weiß nicht, wie viel eine Ladung Spikes gerade macht. Warte mal. Pokémon Spikes. Das muss gerade kurz recherchiert werden, Leute. 12,5% habe ich gerade gelesen. Aber ist das eine Lage? Ist das zwei? Da. Stachler kann maximal dreimal ausgelegt werden. Beim ersten Auslegen durch 12% von 16,66. Wir haben 15 gemacht, okay. Das heißt, Dachler bringt mir auch nichts mehr. Also Seraora bringt mir nichts mehr. Okay. Das heißt... Seraora gegen Zapdos. Euer Utility. Plus 1. Mache ich dem halt... Guten Damage auf jeden Fall. Ja, auf Plasma Fist. Zack. Hälfte. Der ist Fist Death. So. Warte mal, wenn der komplett Fist Death ist. Ich habe ihm 53% gemacht. Dann ist er auch noch Bold. Ja. Wie viel macht Staraptor jetzt gegen ihn? Höchstwahrscheinlich ein Kill, außer ich treffe jetzt einen Minroll und das wäre mega sad. So, Staraptor, komm. Double Edge. Wenn ich jetzt die Minroll treffe, heule ich. Wenn ich jetzt die Minroll treffe, heule ich einfach. Weil ich will nicht, dass er for free in Slowrow einfach so gehen kann.
Oder sich hochroosten kann oder so, keine Ahnung. Habe ich gerade nicht so den Bock, Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. Okay, Slowbro kommt rein, das ist fein. Okay, von Double Edge aber auch guten Damage. Oh ja, holy shit, ja. Wir gehen auf U-Turn. Wohl, bevor wir auf U-Turn gehen, Staraptor gegen Slowbro. Double Edge hat 43% gemacht. Ja, nee, das ist... Das gehe ich jetzt nicht ein. Das gehe ich jetzt nicht ein. Wir gehen auf U-Turn und dann in Giratina. Ich kann das immer noch verlieren, bin ich ehrlich. Ich kann immer noch verlieren. Okay. Der U-Turn macht 28%. Das war schon wieder eine recht hohe Roll. Oh, nehme ich gerne. Wir gehen Giratina, wie gesagt. Slack, das ist fein. Ich gehe jetzt einfach Poltergeist. Ja, Poltergeist killt auch. 100%. Flawgis kommt rein. Nice. Er trägt kein Item auf Flawgis. Er trägt kein Item auf Flawgis. Dein Ernst. Oh shit. Oh shit. Na gut. Pharaoh. Ach du Scheiße. Elite Sheen. Zapdos kommt rein. Ach du Scheiße. Oh nein, das wird jetzt so ein Kampf. Das wird jetzt so ein Kampf. Okay. Ruhig bleiben. Wir gehen. Giratina. Jutta. Ach nee, Mann. Ach nee, Mann. Wir gehen in Pharaoh. So, bleibt auf jeden Fall drin. Das ist egal. Ist auch egal. So. Wir gehen auf Leech Seeds. Zack, zack, zack. Die treffen auch. Nice. Protecten einmal. Es ist doch nicht wahr. Dass der Heatwave hat, ist halt auch gerade gar nicht so geil. Wie können wir das noch gewinnen? Also, Lycanroc sieht halt immer noch gut aus. Auch wenn da dieses Slowbro ist, wogegen ich gar nichts mache wahrscheinlich. Er kann doch schon mal rein. Wo war der denn? Seismitoad, Zeraora, Earth Power, Close Combat, Plasma Fist, Heatwave. Habe ich noch irgendwo einen Knockoff drauf? Nee, leider nicht. Schade. Der war auf Zeraora, ne? Nee, auch nicht. Na gut, okay. Dann ist eh egal. Irgendwo hatte ich doch die Situation schon gehabt. Da ist doch 28%. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Uff. Okay. 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 Wir können Lycanroc potenziell gehen. Und dann doublen in Giratina, maybe? I don't know. I don't know. Okay. Gehen jetzt einmal Lycanroc. Heatwave, okay. Kein Burn? Nice. Und wir gehen auf die Edge. Da kommt Slowbro rein. Okay, er darf Regenerator, habe ich vorhin nicht drauf geachtet. So.
Der Kahn hat vom Prinzip her einfach wieder Slack offen. Da kann auch immer noch Flamethrower haben, Mann. Ah. Okay. Wie regelt man das jetzt? Der einzige, der Pharaoh nichts kann, ist Florges. Ich hätte jetzt echt gern mehr als Body Press, weil Body Press gegen nichts der drei bringt. Okay. Wenn ich jetzt in Lycanroc. Der ist komplett Fist-Death. Scheiß auf alles, Mann. Scald, Future Sight. Scald killt mich halt auch. Ich brauche den eigentlich noch, um Zapdos zu breaken. Mann, Staraptor kriegt zu viel Recoil. Das fuckt gerade ein bisschen ab. Mein eigener Recoil nervt mich gerade. Okay. Zapdos kriegt einen Kill noch. Irgendwie kriegt Zapdos noch einen Kill. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Ich geh auf Edge. Oh, Crit, nice. Okay, nice. Nicht so nice, dass Dings jetzt gestorben ist, aber ist in Ordnung. So, Staraptor kommt. Wir gehen auf Double Edge. Und claim uns damit jetzt eigentlich einen Kill. Ja, okay. So, nur noch Zapdos und Florges. Da kommt Zapdos. Okay. Zapdos mache ich halt 50%. Staraptor gegen Zapdos. Oh, Utility. Wir machen gar nicht. Das ist komplett Fist-Death. Machen ihm halt, ja, roundabout 50%. Er killt uns eh safe. Er kann jetzt halt auch for free auf U-Turn gehen. Eigentlich. Oh, jetzt habe ich Giratina so langsam, ey. Scheiße. Okay. Auf der anderen Seite mal gesehen. Giratina, oh. Was hat mit Shadow Ball soliden Damage? Er wird da wahrscheinlich auch auf U-Turn einfach gehen. Wir gehen erstmal auf U-Turn. Ich riskiere Pharaoh einmal. Ich gehe auf Discharge, okay. Keine Paare, nice. Ja, damit ist jetzt schwierig. Ich muss hoffen, dass er auf U-Turn eigentlich geht. Ich muss echt auf die U-Turn eigentlich jetzt hoffen. Er weiß, das ist eigentlich noch zu wichtig. Ah, fuck, er geht auf Heatwave. Okay. Jetzt wird's schwierig. Giratina. Ich double. Staraptor. Gegen Florges, Yu-Yu Cleric. Den killen wir. Den killen wir. Ja. Den killen wir. Double Edge.
Okay, nice. Nice, 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 nice. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Komm. Staraptor, mein Geiler. Ja, jetzt gewinnen wir safe. GG. Und nochmal Brave Bird. Oh Gott. Der Double am Ende. Der Double war's. Der Double am Ende war's. Oh Gott. Ey, das war ein Krampf. Das Late Game war gerade ein Krampf. Holy shit. Okay. Wir haben nur 1-0 gewonnen. Aber wir haben gewonnen. Kann dir gleich zeigen, warum. Okay, er hat die Protective Pets tatsächlich nicht realisiert gehabt. Okay. Ich will an der Stelle einfach sagen, große GG an dich, Dizzy. Es war ein absolut kranker Kampf. Ich will an der Stelle jetzt einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung oder schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, rein. Schauen, bis zum nächsten Video. Good, bye.